Jó reggelt, kívánok, guten Morgen. Heute haben wir wieder einen Freitag, und zwar den 9. Dezember. Es ist Freitag, wir beginnen bald mit dem Wochenende und darauf trinken wir doch schon den ersten Schluck Kaffee, oder? Wir haben noch einige interessante Sachen vorbereitet und noch einige Sachen, worauf wir noch mehrere Schluck Kaffee trinken werden. Aber ich denke mal, zuerst spiele ich euch die News ab. Da ist das Wichtigste von heute drin, auch von den letzten ein, zwei Tagen. Und ja, ich spiele das mal ab und dann sehen wir uns nachher wieder. Guten Morgen, Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Am Donnerstag wurde im Studien- und Informationszentrum der Universität Szeged eine Ausstellung über die Studien und wissenschaftlichen Errungenschaften von der Biochemikerin Katalin Koriko eröffnet, deren Entdeckungen den Weg für die Entwicklung von Impfstoffen auf mRNA-Basis ebneten, die eine Schlüsselrolle bei der Pandemiebekämpfung spielen. Katalin Koriko, die in den letzten 2 Jahren mehr als 100 wissenschaftliche Auszeichnungen erhalten hat, sagte bei der Eröffnung der Ausstellung, dass sie sich nicht sonderlich von der Auszeichnung inspirieren lasse, da sie 40 Jahre lang keine erhalten habe, aber sie war trotzdem sehr glücklich und habe mit Freude gearbeitet, weil ihre Experimente erfolgreich waren. Die Ausstellung ist unter anderem deshalb nützlich, weil die Besucher erfahren können, welche Arten von wissenschaftlicher Anerkennungen es gibt. Ministerpräsident Viktor Orbán nahm am Donnerstag auf Einladung der Unternehmensleitung an der Vorstandssitzung der MOL-Gruppe teil. Der Ministerpräsident, der Energieminister Csaba Lantos, der Minister für wirtschaftliche Entwicklung Márton Nagy, politischer Direktor Balázs Orbán und Staatssekretär János Nagy wurden vom Vorstandsvorsitzenden des Ölunternehmens Zsolt Hernádi empfangen und durch den neuen Sitz des MOL-Campus geführt. In Anwesenheit der Regierungsdelegation erörterte der Verwaltungsrat die langfristige Strategie von MOL, die Auswirkungen des Krieges, die Wirtschafts- und Energiekrise und die Sanktionen. Auch die Energiesicherheit war ein großes Thema. Die inländischen Kraftstoffpreise werden sich voraussichtlich ab heute, dem 9. Dezember, ändern. MOL wird die Großhandelspreise ab Freitag um 8 Forint brutto für Benzin und 5 Forint brutto für Diesel senken. Wenn diese Preisänderungen wie üblich umgesetzt werden, werden die Durchschnittspreise für Normalbenzin 632 Forint pro Liter und für Diesel 695 Forint pro Liter betragen. Der Debrecen Adventsmarkt bietet an diesem Wochenende ein reichhaltiges Programm zur Vorbereitung auf den 3. Adventssonntag. Zahlreiche Konzerte und musikalische Erlebnisse, Spielhaus und Workshops für Kinder sowie Fotoboxen machen die Adventszeit in der Innenstadt von Debrecen zu einem besonderen Erlebnis. Außerdem wird es einen hässlichen Pulloverlauf geben, bei dem es zum einen darum geht, gemeinsam aktiv zu werden und Sport zu treiben und zum anderen um einen wohltätigen Zweck. Es sollen Geschenke für bedürftige Familien durch Spenden gesammelt werden. Die 5,2 Kilometer lange Strecke kann allein in einer Staffel mit Kinderwagen, Hund, Familie oder Kollegen gelaufen werden. Das beliebte Ereignis findet am Samstag, dem 10. Dezember statt. Am Samstag, 10. Dezember um 19 Uhr findet in der reformierten Großkirche in Debrecen ein außergewöhnliches Konzert statt. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass auf dem riesigen Orgel der Kirche keine klassischen Orgelwerke gespielt werden, sondern bekannte und berühmte Melodien aus populären Filmen, die fast nie auf der Orgel gespielt werden. Auf dem Programm stehen berühmte Themen aus Fluch der Karibik, Mission Impossible, Harry Potter, kultige Melodien aus großen alten Filmen wie Es war einmal im Wilden Westen und Der Profi und natürlich die unverzichtbare Musik der Star Wars Filme. Das Orgelkonzert wird von Gergő Csorba, dem Organisten der großen Kirche, gespielt. Ungarn werde alles in seiner Macht Stehende tun, um das Leid der ukrainischen Bevölkerung zu lindern, sagte Staatssekretär Levente Magyar in Csop, einer ukrainischen Kleinstadt nahe der ungarischen Grenze, wo er 2 Lastwagenladungen mit Hilfsgütern, Generatoren und haltbare Lebensmittel für die Bevölkerung von Cherson übergab, das kürzlich von ukrainischen Truppen zurückerobert wurde.
In und um die südukrainische Stadt gibt es weder Strom, Wasser noch Fernwärme. In Anbetracht der Situation beschloss die ungarische Regierung unverzüglich, Hilfsgüter im Wert von 250.000 Euro zu schicken und begann mit Unterstützung der ökumenischen Hilfsorganisation mit dem Kauf und der Lieferung von Hilfsgütern nach Cherson. Das Wetter in Ungarn. Am Freitag wird ein mediterraner Zyklon warme Luftmassen mit starken Winden und in vielen Gebieten starken Regenfällen und Schauern bringen. Im Norden sind zunächst Schnee und Schneeregen möglich, mancherorts auch Graupel. Am Nachmittag werden die Temperaturen zwischen 2 und 12 Grad liegen, mit milderen Temperaturen im Südosten. Guten Morgen, Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Ich bin wieder da. So, ja, das waren also die News für heute. Und ich habe währenddessen mal die Kommentare hier angeguckt. Schöne guten Morgenwünsche aus aller Welt, wie immer. Und ja, ich habe hier gesehen, minus 3 Grad, schreibt die Judith. Ich weiß nicht, wo du bist, Judith, aber es muss heftig sein. Minus 3 Grad schon jetzt. Also bei uns hat jetzt so angefangen zu regnen, habe ich vor der Sendung aus dem Fenster geschaut. Und ich sage, ach nee, naja, muss aber auch sein. Können wir nichts gegen machen, also ich denke mal, nur den Kaffee trinken und die Sendung genießen, das ist alles, was man tun kann, ne? Guten Morgen aus Zwickau nach Djöl, schreibt Andreas, das wünsche ich dir auch, Andreas, einen guten Morgen nach Zwickau aus Djöl. Ja, Judith schreibt hier gerade Passau, also Passau ist minus 3 Grad, wow, warm anziehen. So, wir beginnen mit den üblichen Sachen, zum Beispiel dem Kurs, heute ist ein bisschen höher gegangen, 417 Forint pro Euro ist der Forint. Und ja, das ist halt auch seit gestern ein bisschen höher gegangen und das kann sich auch jederzeit ändern. Es war auch schon in der Nacht, früher morgen um 5 Uhr war es schon 418, dann ist es runter auf die jetzige 417. Also es kann herumspringen so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt was mit diesem Benzinpreis, mit diesen Benzindelikten was zu tun hat, dass es sich so ein bisschen verschlechtert hat, der Forint. Kann ja auch sein. Also es kann natürlich sein, dass es darum geht. Ja, dann habe ich noch einen Namenstag hier natürlich, was wir auch immer zeigen. Notalia ist heute am 9.12. Und Notalia, das kennt ihr ja auch im Deutschen, Natalie. Und oder andere Versionen. Und tatsächlich bedeutet, das ist von lateinischer Herkunft und bedeutet der Geburt von Jesus, also oder der Tag, an dem Jesus geboren wurde. Interessant, oder warum ist es denn gerade am 9. Dezember? Wissen die Ungarn, die Namenstage hier erfunden haben, was vielleicht ein bisschen mehr als andere? Vielleicht ist ja heute Jesus geboren, nicht am 24. Ja, das wird nur was Interessantes. Ja, aber neben dem Namenstag habe ich auch einen Geburtstag hier heute Morgen auf Facebook gesehen. Und zwar unsere Zuschauerin aus Frankreich, die immer aus Frankreich grüßt. Ich sage da mal auch Bonjour an. Die Anne hat nämlich heute Geburtstag. Also sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Bonjour, Sulette, Stoppot. Und ich kannte das doch auf Französisch. Bon anniversaire, glaube ich. Bon anniversaire ist Happy Birthday auf Französisch, glaube ich. Ja, ich hoffe, sie ist jetzt auch dabei und guckt uns zu. Wenn nicht, dann guckt sie wahrscheinlich später. Also, nochmal, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, dann noch einen Schluck Kaffee auf an, oder? Auf den Geburtstagskind, auf das Geburtstagskind. Ja. Und heute habe ich mal nachgedacht. Also mein Kaffee wird ja immer kalt, ne? Und dann ist es immer so ein bisschen so blöd, wenn es kalt wird. Und heute habe ich mal die Milch in die Mikrowelle getan und dann danach den Kaffee reingelegt. Und jetzt ist es auch so schön warm. Also ich denke mal, das hält auch bis zum Ende der Sendung auch so durch. Und ja, und die Frage kommt auch immer wieder, wenn ihr die Tassen bestellt, kann man die in die Mikrowelle tun? Ja, das kann man. Ich habe sie gerade vor 10 Minuten rausgenommen, also funktioniert alles perfekt. So. Ja, die Anne ist hier in den Kommentaren, sie sagt schon Dankeschön und sie gibt mir recht, es ist Bon Anniversaire. Also kenne ich jetzt auch Französisch offiziell. Nee, natürlich nicht. Spanisch kann ich noch so ein bisschen. Feliz Cumpleaños, glaube ich, ist herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja,
schöne Sprachen hier, oder? Also sehr multikulturell, sehr multisprachig diese Sendung. Aber wir sprechen ja jetzt nicht über die Sprachen, sondern jetzt gehen wir ein bisschen weiter und zwar zum Thema Benzin. In den News habt ihr das auch gehört, aber ich habe das jetzt hier auch visuell für euch vorbereitet. Kraftstoffpreise in Ungarn aktuell. Und es hat jeden überrascht, dass es jetzt am Dienstagabend, wo dieser Preisstopp, der 480 vorhin gekoppelte Preisstopp gefallen ist. Jetzt dachte ja jeder, dass es jetzt für wochenlang Chaos geben wird. Aber jetzt am Freitag, dem 9.12., sind die Preise tatsächlich nach unten gegangen. Und heute ist dann der Durchschnittpreis für Normalbenzin 632 Forint pro Liter und der Durchschnittpreis für Normaldiesel 695 Forint pro Liter. Also Diesel ist ja wie immer ein bisschen teurer. Und das ist jetzt die aktuelle Lage da. Und ich muss ja auch dazu noch sagen, also hier hatte man natürlich sehr viele Fragen und Benzin ist alles, es gibt die nicht mehr, ne? Mad Max und alles, also dass hier Ödland wird und Apokalypse. Aber ich kann sagen, wahrscheinlich waren die Erwartungen ein bisschen schlimmer. Natürlich hat sich jetzt noch nicht alles gelegt, aber es schaut so aus, als ob es alles wieder in die Normale geht. Weil heute Morgen und gestern Nachmittag von der Arbeit nach Hause gefahren und heute Morgen hierher gefahren, habe ich gesehen, in dem die Benzin, also die Tankstellen sind offen. Also man sieht jetzt nicht, dass sie so mit Bojen abgeblockt sind oder geschlossen sind. Also sie sind offen und da stehen auch Autos, aber jetzt nicht so große Schlangen. Also es gibt keine Benzinpanik mehr, zumindest nicht in Győr. Das sehe ich jetzt natürlich nur hier. Also ich kenne jetzt nicht die ganze Situation. Aber was natürlich auch sehr heikel war, war Budapest. Da gab es nämlich große Probleme und sogar solche Probleme. Da gab es Fotos, dass die zum Beispiel die Krankenwagen nicht tanken konnten, aber das hat sich dann wahrscheinlich jetzt auch gelegt. Da gab es nämlich eine Tankstelle, was auch sehr stark betroffen war mit dieser Krise, dieser kleinen Krise. Und jetzt hat man dann auch schon gesagt, dass da auch alles wieder so aussieht, als ob das wieder dann normal wäre. Ja, also wie gesagt, die Lage ändert sich schon. Keine so großen Schlangen mehr, wie man sie in den letzten Wochen gesehen hat. In den letzten ein, zwei Wochen. Kann ich zumindest auf für Dürr sagen, aber wir halten natürlich auch noch die Augen auf und wir geben euch natürlich alles mit, was wir dann auch sehen, hören und alle Infos, die da wichtig sind. Ja, also, was gibt es denn noch im Thema Benzin? Wie sich herausgestellt hat, das habe ich ja auch letzte Woche, als wir zu zweit unsere kleine Machbit-Show gemacht haben mit Sven, habe ich ja auch gesagt, dass viele Ungarn zum Beispiel, die in Grenzgebieten wohnen, Ungarn hat ja Grenzen zu 7 Ländern. Ich glaube, das ist der zweitmeiste in Europa, weil Deutschland hat ja die meisten mit 9, so viel ich weiß, und dann kommt Ungarn mit 7. Ich glaube, wir sind so an zweiter Stelle. Also, und viele wohnen ja in Grenzgebieten. Zum Beispiel Győr gilt ja auch als Grenzgebiet. Kaum 100 Kilometer ist natürlich die österreichische Grenze und die slowakische Grenze auch entfernt, so weniger als 100. Und ja, viele Bewohner an Grenzgebieten haben dann abgecheckt, wie die Benzinlage über den Grenzen aussieht. Und es gab tatsächlich Tage, wo es sich besser gelohnt hat, zum Beispiel im Ausland zu tanken. Also in den letzten Tagen gab es solche Tipps. Gestern war zum Beispiel der Kurs 414, 415 ungefähr Euro-Forint-Kurs. Und da konnte man in Serbien zum Beispiel für 619 Forint 1 Liter Benzin tanken. Diesel ist irgendwie so immer ein bisschen teurer im Ausland. Also 725 war das umgerechnet. Aber zum Beispiel auch in Österreich war es 641 Forint für den Benzin. Da gab es dann wirklich auch nur so 4-5 Forint Unterschied. Also wenn man Forint hat, ist es natürlich nicht so gut. Wenn man schon Euro in der Tasche hat, dann funktioniert das besser. Und ja, die heutige Lage, das habe ich jetzt noch nicht so umgerechnet, aber ich glaube nicht mehr. Gestern gab es einige Stunden, wo es sich besser gelohnt hat, in Österreich zu tanken. Es war also billiger, zumindest für den Benzin. Diesel war da auch über 700, fast 720 Forint. Und zum Beispiel in Kroatien war das 653 Forint der Benzin. Also da auch teurer als in Österreich gestern zum Beispiel. Und der Diesel auch 741 Forint, also teurer als in Österreich. Also
Heute kann man das natürlich auch machen. Wahrscheinlich machen das auch noch viele Ungarn. Muss man nur ein bisschen mehr drauf rechnen. Am Anfang der Sendung habe ich ja euch gezeigt, 417 Forint haben wir heute den Mittelkurs. Also, naja. Aber ich glaube, jetzt, wie ich gesagt habe, legt sich schon die Lage. Also man kann sich da schon ein bisschen beruhigen. Und es gab ja diese Lieferungsprobleme, diese Mangel wegen einem gebrochenen Rohr in Sasalambotta, wo da ja diese Raffinerie ist. Und kein offizielles Statement noch, ob das repariert ist oder nicht. Aber man spürt jetzt, dass so die Tankstellen auch so ein bisschen schon besser funktionieren. Aber das führt natürlich so zu Spekulationen und wieder so zu einigen Meinungen, die man halt auch nur als Meinung lesen und hören darf. Also da sind keine Fakten. Das Problem mit solchen Themen, Benzin und auch Covid zum Beispiel, da war ja auch sehr viel Fake News dran. Und vielleicht sind diese Fake News nicht extra gemeint. Also da hat jemand was gehört, hat das vielleicht ernst genommen. Vielleicht war das nur ein Scherz, vielleicht war das nur eine Meinung. Aber jemand hat daraus dann einen Fact gemacht, also ein Statement gemacht. Und das ist nicht gut. Also immer ein bisschen skeptisch bleiben, sage ich ja. Aber ich und Sven, wir sind ja Journalisten. Das ist auch unsere Aufgabe, skeptisch zu sein. Auf jede Antwort nur eine andere Frage stellen. Ne? Eine Warum? Ein bisschen so in den Hintergrund schauen. Ne? Das ist halt wichtig auch für uns. Aber das kann ich euch raten. Und also niemals 100% glauben. Also das ist ja auch natürlich nur alles online geschrieben, das schreiben ja auch nur Menschen. Also man weiß es nicht. Und damit halt solche Panik nicht kommt. Ne? Aber wie gesagt, schrittweise kommt jetzt alles wieder ins Normale, in Sachen Tanken, in Sachen Benzin. Und ja, wie gesagt, das waren auch so Spekulationen, ob das jetzt Mol mit der Raffinerie und diesen Benzinmangel extra gemacht hat und die Tankstellen haben nicht so viel bestellt, weil sie halt nicht so viel verdient haben dran. Naja, wenn ihr sowas lest, mit ein bisschen so eine Prise Salz nehmen. Und ihr könnt euch ja uns auch ruhig fragen, uns auch Nachrichten schicken, E-Mails schicken. Wir sind ja hier so nah am Feuer. Wir rufen da auch teilweise an. Wir fragen auch so die Profis da und dann wissen wir auch schon die Antworten. Und was noch interessant ist in diesem Thema Kraftstoff, ist, viele von euch wissen das, Ocean, ne, Ocean, dieses Geschäft mit dem Vogel, die haben auch Tankstellen, ne, in einigen Orten in Ungarn und sehr günstig. Sie werben jetzt, also das hat zum Beispiel auch die Presse von Ocean hat das mit einem ungarischen Portal Portfolio mitgeteilt, dass sie tatsächlich Benzin für 599 Forint pro Liter und Diesel für 699 Forint pro Liter geben. Und ja, diese Ocean-Tankstellen, die gibt es in Debrecen, in Szeged, in Szolnok, in Székesfehérvár, in Kecskemét, in Miskolc sogar zweimal, in Budapest auch mehrmal und um Budapest herum, wo ein Ocean ist, da ist dann auch eine Ocean-Tankstelle. Nicht bei jedem, aber so grundsätzlich bei neben Budapest ist es halt so. Und ja, natürlich ist das halt nicht ihre Haupteinnahme, ne, die Benzin- und die Kraftstoffeinnahmen. Und deshalb machen sie das ja auch jetzt so ein bisschen günstiger. Also kaum 600 Forint für 1 Liter Benzin. Bei Ocean lohnt sich halt jetzt das Tanken am meisten. Muss man halt so sagen. Ja. Und ich trinke mal einen Schluck. Ja, und wenn wir schon beim Thema Kraftstoff sind, ne, Mol, Sie haben ja schon seit einigen Monaten so gesagt, dass bald der neue Komplex eröffnet, bald das neue Bürogebäude eröffnet wird. Und jetzt ist es soweit, das neue Mol Campus in Budapest ist natürlich eröffnet worden, nicht heute, aber auch wie ich in den News auch gesagt habe, hier war ja auch der Herr Orban Viktor mit seiner Delegation und sie haben dann auch an einem Meeting hier teilgenommen. Und ja, diese Mall-Komplex soll jetzt das erste
der erste Wolkenkratzer von Ungarn sein. Und ich habe auch gelesen, das ist das höchste Bürogebäude in Mitteleuropa. Kann so sein. Also wenn Sie das sagen, ich glaube, Sie lügen nicht. Aber es ist auf jeden Fall 143 Meter hoch mit 28 Stockwerken und das Ganze auf 86.000 Quadratmetern. Ja, also fast 150 Meter hoch. Unglaublich. Nochmal zeige ich hier das Bild. Also es gibt hier sehr schöne Bilder davon. Ich glaube, es sieht auch sehr schön aus, sehr modern. Das ist halt, wie gesagt, der neue Sitz von MOL, die Öl, diese Ölgruppe. Und hier ist zum Beispiel ein Besprechungszimmer mit einer wunderschönen Aussicht, oder? Also da kann man schon einige Sachen besprechen hier und die Aussicht dann auch genießen auf Budapest. Ja, hier dann auch so ein Gemeinschaftszimmer mit so Monitoren, ne? Ein bisschen so arbeiten kann man hier, aber ich glaube hier auch ein bisschen mal einen Kaffee genießen und unsere Sendung gucken. Ne? Vielleicht guckt man uns ja jetzt gerade zu. Wer weiß, vom MOL-Komplex. Weiß nicht, wer da ist, aber ich denke nicht. Naja, schön sieht es auf jeden Fall aus. Da kann man auch so Touren buchen und so. Und da kann man auch so, ich glaube sogar sein eigenes Event kann man da reinbringen. Also auch ganz interessant. Ja, und was gibt es denn noch hier? Ja, Ungarns erste Wolkenkratzer. Ich habe dann auch noch mal herausgefunden, jetzt gehen wir ein bisschen mal über die Grenze von Ungarn nach Rascal Kaima. Ich glaube, viele von euch kennen das. Das ist nämlich ein Emirat, ne? Rascal Kaima in den Emiraten. Und da baut zum ersten Mal ein ungarisches Unternehmen, hat zum ersten Mal Land gekauft und baut ein Hotel. Naja, nicht ganz ungarisch, also Preston, das ist eine Investitionsfirma, tschechisch-ungarische Firma, also es hat einen tschechischen und ungarischen Boss gemeinsam und dieses Preston, die bauen da tatsächlich ein Hotel, ein 4-Sterne-Hotel, Sun Beach Resort, und das soll so aussehen, es gibt schon die Pläne hier, Sun Beach Resort sieht dann so aus, da direkt am Strand sozusagen. Und auf der künstlichen Insel Almarjan, glaube ich, heißt das. Das ist eine künstliche Insel. Da gibt es auch andere Hotels. Und da soll jetzt dieses neue Hotelkomplex von Preston hin mit 255 Zimmern. Und das wird dann halt nächstes Jahr beginnen, der Bau. Und das soll auch kaum ein Jahr dauern eigentlich. Also sehr schneller Bau soll hier passieren. Und warum? Weil in Lettland schon die fertigen Bauelemente zusammengelegt werden. Die werden dann in die Emirate geschickt und da wird das halt so wie ein Puzzle zusammengelegt. Also es wird nicht von null auf da gebaut und deshalb ist es dann auch viel schneller. Und was muss man denn da hier noch wissen? Rascal Kaima, das ist ja eine der beliebtesten Destinationen in den Emiraten und es hat sehr wunderschöne Strände und es hat auch wunderschöne Berge. Und der höchste Punkt der Emiraten ist auch hier auf dem Gipfel von Jabal Jais. Jabal Jais, sehr schöner Name, oder? Jabal Jais, ist so sehr melodisch, finde ich. Also es lockt sehr, sehr viele an und es ist auch eine super Gelegenheit, da ein Hotel zu bauen. Und vor allem, es soll hypermodern sein, also sehr, sehr modern. Es soll gar keine Rezeption sein, alles digital. Und deshalb soll es ja auch vor allem die jüngere Generation ansprechen, und da natürlich alles durch eine App gelöst werden können. Von der Buchung bis zum Auschecken kann man dann alles mit dem Handy sogar erledigen. Und wenn man halt natürlich Lust hat auf Programme um dem Hotel, das bietet die App auch zum Beispiel. Also man kann da Jetski buchen, Kamelreiten buchen, Wüstentouren und so weiter. Die haben natürlich dann auch an alles gedacht, wenn man schon so ein schönes Hotel hier baut. Und ja, und wie viel hat das denn gekostet? Ne? Jetzt sprechen wir ein bisschen über die Zahlen. Also circa so 10.000 Quadratmeter große Fläche wurde hier gekauft von der Preston-Firma und das Grundstück war dann 8,5 Millionen Dollar. Naja, ganz schön. Eine ganz schöne Summe, finde ich mal hier. Also jetzt nicht so die normale Summe, für was man ein Grundstück kauft, ne? Und das ganze Projekt soll dann auch circa 50 Millionen Dollar kosten.
Das sind so circa 47.000,3 Millionen Euro. Hat ja nicht so einen großen Unterschied Dollar und Euro. Aber im Forint ist das 20 Milliarden Forint. Unglaublich. Also das ist schon sehr, sehr viel Geld. Und das Hotel wird dann von der Earth Hotel Gruppe geleitet. Gehört aber natürlich dann auch dieser Investitionsfirma. Und ich bin mal gespannt, wie sie, ist auch komisch, also natürlich denkt man jetzt nicht immer nur an sein eigenes Land, aber ist komisch, weil ist ja eine tschechisch-ungarische Firma, zumindest in Ungarn kann ich sagen, dass jetzt so Russia Kaiman nicht so das Hauptdestinationsziel ist von den Ungarn, also wenn man schon so arabisch, ne, und so geht, dann ist Ägypten, glaube ich, ein großes Ziel von Ungarn, also da fliegen sie auch sehr gerne hin. Ja, also und vielleicht, was wollte ich? Jemen ist ja noch so ein großes Ziel von den Ungarn, genau. So, was habe ich hier noch? Ich gucke mal in den Kommentaren. Das Gebäude von O2 in München hat auch 146 Meter. Euer Molltower finde ich aber schöner. Ja, ich habe dieses O2-Gebäude, habe ich schon gehört, habe ich aber, glaube ich, noch nicht gesehen. 3 Meter höher als Mall-Gebäude. Wollten sie da wahrscheinlich nicht dazu bauen. So ist es halt das größte in Mitteleuropa, aber Deutschland ist doch schon Westeuropa, oder? Manchmal ist aber Ungarn auch Osteuropa. Kommt drauf an, was wir erreichen wollen. Also es ist auch nur so eine sehr gute Lage für Ungarn. Die nennt man halt dann so wie man will. Ja, also so viel zu dem Mall-Gebäude, so viel zu Russia Kaiman, zu den Emiraten, wo dann auch die, wo das halbwegs ungarische Firma ein Hotel baut. Und da sind wir natürlich auch gespannt, wie das aussehen wird und so weiter und so fort. Aber jetzt kämen wir ein bisschen zurück doch zum Mall-Gebäude. Da waren nämlich die Fotografen von MTI und haben wunderschöne Bilder hier gemacht von Budapest. Und so sieht dann der Ausblick aus von diesem neuen Mall-Komplex. Ich glaube, das ist dann auch am höchsten hier, dem 28. Stock. Man sieht da auch, die Elisabeth-Brücke ist da, die weiße. Und ein bisschen näher, der ganz rechts im Bild, das ist da die Freiheitsbrücke. Also das ist dann auf die Buda-Seite. Hier dann auch noch ein bisschen, also das ist die Rákóczi-Brücke, glaube ich. Genau, das ist eine sehr, sehr schöne Region hier, also sehr schöner Ort von Budapest. Wenn man hier noch links gucken würde, wenn man jetzt links geht, dann ist auch schon so ein sehr schöne Promenade hier neben der Donau, auch sehr schön ausgebaut, also kann man sehr schön spazieren. Und die haben es kostenlose öffentliche Toiletten, Cafés, Bars, Bänke, wo man sich hinsetzen kann, sehr viele Programme werden da. Also wenn ihr in Budapest seid, der Koposigat heißt das übrigens, Koposigat bei der Rákóczi-Brücke, auf jeden Fall ein Spaziergang da. Machen kostet ja nichts. Also da kann man einfach reingehen, spazieren gehen. Da, wenn wir in Budapest sind, dann machen wir das auch manchmal. Und ja, wir trinken da ein Bierchen und danach gehen wir woanders hin. Ja, so zum Schluss möchte ich aber noch einige Bilder zeigen. Und zwar von der Eisbahn im Városliget, im Stadtpark von Budapest. Da gibt es nämlich auch wunderschöne Bilder hier. Man sieht, es ist auch dieses Jahr sehr, sehr beliebt. Sehr, sehr viele Menschen sind hier. Und ja, dieses Bild finde ich wunderschön. Also von oben sieht man auch den Heldenplatz da im Hintergrund. Also was will man mehr? Bisschen Eislaufen jetzt vor Weihnachten. Und es ist schon jetzt das dritte Adventswochenende. Wie auch in den News habe ich ja gesagt, Debrecen bietet zum Beispiel sehr viele Programme. Aber überall, wo es Weihnachtsmärkte, Adventsmärkte gibt, gibt es sehr schöne Programme. Und wir zünden ja auch die dritte Kerze. Ne? Nächste Woche bin ich ja auch dabei hier in der Sendung und auch am Montag, ich glaube auch am Mittwoch. Also ihr seht mich jetzt fast für noch eine Woche und vielleicht mache ich dann auch einige Fotos von unserem Adventskranz. Ne? Und ihr macht dann auch von eurem, schickt uns das zu oder wir machen so einen Post und dann könnt ihr das in den Kommentaren so posten. Naja, wir werden sehen. Da aber schön, ne? Es gibt sehr schöne Adventskränze. So, ich habe jetzt noch ein, zwei Schluck Kaffee. Wir können jetzt hier noch ein bisschen plaudern über irgendwas, worüber ihr halt wollt. Weiß nicht, fragt mich ruhig. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Und ja.
Hier wünscht man schon einen sehr schönen Advent, wünsche ich natürlich auch jedem. Aber ich kann mich ja noch nicht verabschieden. Ich habe ja noch einen Schluck Kaffee. So schnell geht das nicht. Mit dem Kaffee kann ich jetzt die Sendung nicht stoppen. Hat mir das Sven auch verboten. Er hat gesagt, bis du Kaffee hast, ist hier nichts Ende, ne? Ich muss noch warten bis zum 25.12. Dann sehe ich Ungarn wieder, schreibt der Andreas. Ja, eine Weihnachtsreise ist auch wunderschön, ne? Heiligabend noch zu Hause und dann reist man nach Ungarn. Da wünsche ich natürlich eine schöne Reise. Aber auf jeden Fall aufpassen, da sind sehr viele unterwegs und muss man vielleicht, wenn man mit dem Flugzeug fliegt, ein bisschen früher ankommen oder ein bisschen früher losfahren, also darauf auf jeden Fall achten. Das erste Mal zur Weihnachtszeit in Budapest, oh ja, sehr schön. Budapest in der Weihnachtszeit mit den ganzen Weihnachtsmärkten und der Dekoration, es lohnt sich wirklich, es ist ein Traum. Andreas, du wirst es lieben, aber ich denke mal, du hast dir schon Bilder angesehen und kannst es kaum erwarten, in Budapest zu sein. Also neben den Weihnachtsmärkten, in der Winterzeit, in der Adventszeit ist in Budapest auf jeden Fall diese kleinen Gassen, wo es kleine Cafés gibt, ne? Da ist es sehr lohnenswert, auf den Brücken einen Spaziergang zu machen. Da sieht man nämlich die ganzen schönen Lichter und unten am Ufer des Donaus. Da ist es auch sehr, sehr schön. Also es ist nur also einige Tipps, wo man die Lichter und die Weihnachtsatmosphäre so ein bisschen besser sieht und spürt, ne? Dankeschön, schreibt er schon. Okay. Ja, letzter Schluck jetzt. Und jetzt kann ich mich verabschieden. War wieder schön mit euch hier die Freitagssendung zu machen. Und ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Macht was draus. Zündet die dritte Kerze am Adventskranz. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Und die Ann schreibt hier, schönes Wochenende, Nico. Und an alle, wir wünschen natürlich der Ann nochmal einen wunderschönen Geburtstag, Bolduk Születé Schnappot. Und ja, wir sehen uns dann am Montag. Ich sage dann auch schon mal Tschüss, Sziasztok, Ciao, auf Wiedersehen, Adios.